Samstage sind toll. Wollen wir mal zur Wippe gehen, Opa? Nanu, wo ist denn Pock? Pock! 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 Wo bist du, Pock? Pock! Ah, das Gezwitscher kommt da oben aus dem Baum. Ich kann gar nichts sehen. Das ist viel zu hoch. Ich sehe immer noch nichts, Opa. Ich sehe leider auch nichts. Ach, ich wäre gern so groß wie ein Haus. Dann könnte ich immer alles sehen. Diesen Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Aber ich habe da eine Idee, wie du sehen kannst, wo Pock abgeblieben ist, ohne dass du größer werden musst. Wie denn, Opa? Gehen wir in die Werkstatt. Ist gut. Pock, wir gehen jetzt. Wo ist es denn? Na also, da ist es ja. Genau das habe ich gesucht. Und damit kann ich denn auf den Baum sehen? Naja, wir werden noch etwas anderes dafür brauchen. Ein Plastikrohr und zwei alte Spiegel. Genau, und damit werden wir ein Periskop bauen. Mit dem kannst du genau sehen, was oben im Baum los ist oder was sich um die Ecke befindet. Wirklich? Ja, weil die Spiegel das Bild reflektieren. Ach so, alles klar. Der obere Spiegel zeigt uns, wo genau im Baum Pock ist. Ja, Theo. Und das siehst du dann im unteren Spiegel. Ist doch toll, oder? Ja. Hallo. Guten Tag. Hallo, Elsie. Guten Tag, Elsie. Was hast du da, Theo? Opa hilft mir gerade, ein Periskop zu bauen, damit ich hoch in einen Baum sehen kann. Ach, echt? Du kannst auch gerne eins bauen, Elsie. Du musst dir nur zwei Spiegel besorgen. Alles andere habe ich da. Das ist ja toll. Ich frag Mama, ob sie zwei Spiegel hat. Na, dann wollen wir doch erst mal dein Periskop bauen. Okay. Zuerst stecken wir die beiden Rohre zusammen. Und dann bringe ich die zwei Spiegel im genau richtigen Winkel zueinander an. Hä? Dann reflektiert der untere, was der obere einfängt. Bring ihn her, Pock. Und jetzt bauen wir alles zusammen. Wow. Vielen Dank, Opa. Einfach toll. Komm, Pock, wir gehen wieder in den Park. Theo. Hier, sieh mal, Elsie, meins ist fertig. Hey, hallo, Elsie. Oh, klasse. Dankeschön. Und jetzt bauen wir dein Periskop. Hurra! Hallo, Mama. Hast du denn auch genug Wäscheklammern? Ja, aber wo bist du denn, Theo? Ich bin hier. Ich hab dich beobachtet. Hier, durch mein Periskop. Ach, damit wart ihr also die ganze Zeit beschäftigt? Ja, und jetzt gehen wir in den Park. Pock hat was im Baum gefunden. Und mit meinem neuen Periskop können wir sehen, was es ist. Na, das ist ja spannend. Hallo. Oh, ach, du hast also auch eins, Elsie. Wollen wir jetzt gehen? Ja, ja, gehen wir. Viel Vergnügen. Auf Wiedersehen. Ach, schade. Abgeschlossen. Oh je. Ich war so damit beschäftigt, die beiden Periskope zu bauen, dass ich vergessen habe, dass hier nachmittags zugesperrt wird. Ja, für dich ist das nicht schlimm, weil du fliegen kannst. Ich schätze, er ist wieder zu seinem Baum geflogen. Dann werden wir wohl erst morgen rauskriegen, was er da oben macht. Hä? Oh. Aber wisst ihr was? Man kann auch noch andere Dinge mit einem Periskop machen. So wie in einem U-Boot. Ja, ja, um alles beobachten zu können, wenn sie unter Wasser sind. Du, Opa, wollen wir uns nicht auch ein U-Boot bauen? Jetzt fehlt nur noch Pock. Pock! Also, jeder von euch nimmt sich einen Karton und stülpt ihn über sein Tretauto. Ich glaube, der ist so groß.
zu klein. Ja, sehr schön, Kinder. Die sind einfach perfekt. Ist das für das Periskop? Genau, das hast du gut kombiniert. Ist das ein Fenster? 10 Punkte für dich, Elsie. Dankeschön. Und was kommt als nächstes dran? Hey! Das sieht ja wie Seetang aus. Genau, das ist Seetang, Theo. Und den kleben wir an die Fenster. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Luftlöcher, damit ihr es schön kühl habt bei eurem Abenteuer. Zu guter Letzt fehlt nur noch ein bisschen Farbe. Malen wir es an. Das ist toll. Wow. Bravo. So, und jetzt geht's runter in die Tiefen des Meeres. Ich wäre gern wirklich unter Wasser. Ja, geht mir genauso. Wir hängen einfach blaues Papier an den Zaun. Dann sieht's doch so aus, als wären wir unter Wasser. Ja, genau. Wir könnten auf das Papier Seetang und Fische malen. Sehr schön. Seid ihr bereit für eure Tiefsee-Expedition? Ja! Kommandant Seo meldet sich zum Tauchgang, Sir. Wie ich sehe, ist alles vorbereitet, Kommandant. Dann gute Reise, Kommandantin Elsie. Ei, ei. Ich sehe gerade ganz tolle Meerestiere. Du auch, Elsie? Ja, ich habe echt noch nie einen Tintenfisch gesehen, der eine Brille aufhat. Periskop ausfahren. Die Blumen sind ja schön. Und die pinken finde ich besonders schön. Elsie, Seo, seid ihr das da vorn? Hab ich's mir doch gedacht. Wir haben hier U-Boote. Die sind auf Tauchstation. Ihr habt U-Boote? Na, das ist ja grandios. Und echte Periskope habt ihr beide da ja auch. Da war dein Opa ja mal wieder sehr kreativ, Theo. Ja, aber die Dekoration ist von Theo und Elsie. Jetzt bin ich gleich noch mehr beeindruckt. Hey, gibt es Käseauflauf? Den magst du doch so gerne. Es wird Zeit. Oh, fein. Ja, ich komm. Bis morgen. Bis morgen, Elsie. Wir sollten jetzt auch mal was essen und morgen früh gucken wir dann, was Pock in dem Baum gefunden hat. Oh ja. Gleich werden wir das Geheimnis von Pock lüften. Ja! ich kann immer noch nichts entdecken. Noch nicht mal mit dem Periskop. Du musst es ein bisschen nach hinten nehmen. Dann könnt ihr beide weiter nach oben sehen. Da ist ein Vogelnest mit einem Vogelbaby drin. Ah. Pock hat einen neuen Freund. Die zwei scheinen sich echt gut zu verstehen. Hier, willst du auch mal durchsehen? Danke, Theo. Oh, das ist ja wirklich rührend. Vielleicht ist seine Mama unterwegs, um Futter zu holen. Danke, Opa. Ach, wie süß. Pock füttert das Vogelbaby, solange die Vogelmama unterwegs ist. Du bist ja ein richtig guter Babysitter, Pock. Und hat sich's gelohnt, darauf zu warten, in den Baum sehen zu können? Oh ja, Opa. Und wie? Periskope ausfahren. Wow. Oh. Hey.
wie schade. Das ist der letzte Film in der Box gewesen. Meinst du, dass wirklich mal Außerirdische auf die Erde kommen? Tja, Theo, das weiß ich auch nicht. Der Weltraum ist ja wirklich sehr groß. Vielleicht fliegen sie da draußen irgendwo rum. Ob die wohl nett sind? Oh ja, da bin ich mir sicher. Und sie würden uns bestimmt alle kennenlernen wollen. Cool, okay. Und solange sie noch nicht da sind, gehen wir spielen, Nancy. Ja, das ist in Ordnung. Ich wünsche euch viel Spaß. Hopp, gut gefangen. Hopp, und gleich nochmal. Wow, hast du das gesehen? Ja. Oh Mann. Die Außerirdischen kommen auf die Erde. Ich werde mal Opa holen. Opa, Opa, komm schnell! Die Außerirdischen sind da! Dort draußen fliegt ein Raumschiff rum! Bist du dir ganz sicher, Theo? Kann das nicht auch ein Flugzeug gewesen sein? Nein, das war ganz bestimmt kein Flugzeug! Komm schnell mit, Opa! Es war da drüben! Was habt ihr denn vor? Mami! Hä? Wir haben ein Raumschiff gesehen, da saßen Außerirdische drin. Also ich sehe kein Raumschiff, Theo. Dann müssen wir es suchen. Und zwar jetzt. Ich will mich mit ihnen anfreunden. Vielleicht dürfen wir ja mal mit ihnen mitfliegen. Darf ich auch Außerirdische suchen? Ja, ja, aber nur wenn Theos Opa dabei ist. Okay, ist gut. Dann viel Vergnügen. Wir bringen den Außerirdischen was zu essen. Oh ja! Also ich hoffe, dass die Außerirdischen Hunger haben. Aber hundertprozentig. Sie kommen doch von weit her. Die werden sicher großen Hunger haben. Oh. Was hast du denn, Theo? Wie muss man denn Außerirdische anreden? Soll ich sagen, hallo, Mrs. Außerirdische? Oder hallo, Mr. Außerirdische? Tja, weißt du was? Du musst einfach nur höflich sein und zu ihnen sagen, hallo. Also ich bin Theo, seid willkommen auf der Erde. Und dann verbeugst du dich etwa so, siehst du? Okay? Ganz wunderbar. Sehr gut gemacht. Ich glaube, dass sich die Außerirdischen freuen, so begrüßt zu werden. Toll. Na komm mit, Elsie. Wir müssen jetzt gleich mal Opa holen. Opa, jetzt haben wir Butterbrote. Ah, sehr gut, Theo. Und ich habe hier die Suchausrüstung für dich. Was habe ich denn dabei? Ein Fotoapparat und eine Videokamera und ein Fernglas. Eine Lupe ist auch dabei und Notizblock und Bleistift. Vielen Dank, Opa. Komm mit, Elsie. Wir suchen die Außerirdischen. Oh ja! Vielleicht haben die Außerirdischen ja Angst vor uns. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir Freunde sind. Wir wissen doch gar nicht, wo sie sind. Ja, darum müssen wir auch nach Spuren suchen. So wie in den Filmen. Hey, manchmal hinterlassen ihre Raumschiffe Brandspuren. Aber hier sind keine. Ich kann keine Spuren sehen. Jetzt brauchen wir einen Plan. Du musst versuchen, sie zu filmen, Elsie. Und du, Opa, du nimmst jetzt das Fernglas und guckst, ob du sie siehst. Eine gute Idee, Theo. Ich werde fotografieren und Notizen machen. Kommt mit, wir gehen hier lang. Seid bitte leise. Wir wollen sie doch nicht erschrecken. Oh, was war das denn? Ach so. Hey, da drüben, Theo. Da haben sich gerade ein paar Büsche bewegt. Wow, vielleicht sind sie da. Stellt euch das vor. Ein Zebra trifft Außerirdische. Das ist noch nie passiert. Oh. Vielleicht schweben sie ja über den Boden und hinterlassen deshalb keine Fußabdrücke. Das wäre ja ziemlich cool. Vielleicht sind sie auf den Baum geklettert. Sie könnten überall sein, Kinder. Sehen wir in den Blumenbeeten nach. Sie mögen Blumen. Das habe ich in einem Film gesehen.
Vielleicht haben die Außerirdischen die Farbe gewechselt. Das war auch in dem Film, und zwar in Marsianer Teil 4. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Sie hatten dieselbe Farbe wie die Blumen. Ja, das weiß ich auch noch. Und sie haben den Duft der Blumen sehr genossen. Und demnach würde es ihnen hier gut gefallen. Ich habe jetzt irgendwie Hunger bekommen. Oh ja, ich habe jetzt auch Hunger, Theo. Dann machen wir doch ein Picknick. Vielleicht riechen die Außerirdischen das Essen und wollen was abhaben. Ja! Ja. Ob sie schüchtern sind? Vielleicht hören wir sie. Oh nein, ich habe die Videokamera am Baum vergessen. Schnell! Die Kamera ist hier an. Vielleicht sind die Außerirdischen drauf. Oh, oh, oh. Habt ihr das gehört? Das ist ein Raumschiff. Raumschiff gehört, aber nicht gesehen. Wo können sie denn nur sein? Vielleicht auf den Schaukeln. Oder sie fahren Karussell. Na, kommt mit. Gehen wir auf den Spielplatz. Sieh dir das an! Dieses silberne Ding hier. Es bewegt sich. Das ist ein Außerirdischer. Ein bisschen klein für einen Außerirdischen. Puck hat ein Stück von ihren Raumanzügen gefunden. Mhm. Stück eines außerirdischen Raumanzugs fotografiert. Was war das? Verstecken wir uns. Ich dachte, du bist ein Außerirdischer. Wir haben gerade ein silbernes Raumschiff gesehen. Wo denn? Wo habt ihr das gesehen? Weißt du, es war genau da drüben. Da hat Puck auch ein Stück von dem außerirdischen Raumanzug gefunden. Das ist ja cool. Hallo alle zusammen. Hallo Onkel Zaphir. Suchst du etwa auch nach den Außerirdischen? Zack und Mr. Zui haben ein Raumschiff gesehen. Da muss ich dich enttäuschen. Das ist kein Raumschiff, Theo. Es sieht aus wie ein Raumschiff, aber das ist ein Heißluftballon. Er war angebunden und hat sich losgerissen. Ich muss ihn zurückholen. Ich habe die ganze Gegend abgesucht. Aber wir haben einen Wusch gehört. Wie von einem Raumschiff. Seit wann machen Ballons Wusch? Es wäre möglich, dass der Ballon ein Loch hat. Und dann tritt natürlich Luft aus. Daher kommt dann auch das Geräusch. Aber was ist denn das hier? Das ist das Material, aus dem der Ballon gemacht ist. Also keine Außerirdischen? Und dann noch keine Invasion? Leider nicht. Also heute jedenfalls nicht. Hey, seht mal, da ist er. Er ist da drüben. Mein Ballon! Mein Ballon! Nanu? Haltet meinen Ballon! Hilfe! Hab keine Angst, wir halten dich alle fest. Ich danke euch, ihr habt mich gerettet. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Ich möchte euch einladen, und zwar zu einer Ballonshow. Das ist ja super! Kommt alle zu mir, liebe Freunde. Ich habe hier eine ganz große Überraschung. Ich möchte euch meine außerirdischen Freunde vorstellen. Hallo, ich bin Theo. Willkommen auf der Erde. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass ihr tanzen könnt. Hallo, mein lieber Theo von der Erde. Ich bin... Tante Zelda. Wow. Zinja. Hm? Wir sind aus dem Weltraum-Zebra-Club. Möchtest du Mitglied werden? Ja, klar, natürlich. Ich auch. Und ich auch. Und nun seid ihr alle Weltraum-Zebras. Gratuliere. Ja! Ich hoffe, dass mal echte Außerirdische herkommen. Und wenn sie da sind, bin ich auf alles vorbereitet. Puck, wenn du den Schatz entdeckt hast, dann sag mir Bescheid.
nicht. Der ist aber echt gut versteckt. Theo? Ah, da bist du. Xenia wird gleich rüberkommen, dann kannst du mit ihr spielen. Aber ich bin doch ein super Entdecker. Und ich brauche keine Hilfe. Ich finde den Schatz allein. Aber es macht doch viel mehr Spaß, zusammen auf Schatzsuche zu gehen, als allein zu spielen. Ja, okay. Gut, dann werde ich eben später ein Superentdecker sein. Entschuldige, Pop. Wir werden einfach nachher weiter nach dem Schatz suchen. Okay? Ah, geschafft. Wow, was für eine riesige Kiste. So kann ich Xenia einen Schreck einjagen, wenn sie kommt. Hier auf Xenia zu warten ist aber ganz schön langweilig, oder? Hey, wir werden einfach mal so tun, als wäre die Kiste ein Auto. Das ist lustig. Du, Opa, darf ich aus der Kiste einen Rennwagen machen? Ich möchte Auto fahren. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Theo. Die wäre ja sonst nur ins Altpapier gekommen. Ist ja toll, Opa. Pock und ich werden jetzt Räder, ein paar Fenster und einen Türgriff raufmalen. Dann sieht sie aus wie ein echtes Auto. Ja, das denke ich auch. Deine Idee ist sehr gut. Aber bitte, mal doch die Kiste lieber im Garten an, ja? Hier im Flur wäre es schlecht. Ja, ist okay. Wir werden alles in den Garten bringen. Keine Sorge. Ja, ich hab's gleich geschafft. Na komm, jetzt fangen wir an zu malen. Fertig. Sieht doch toll aus. Na komm schon mit, Puck. Aber ich kann gar nicht sehen, wo wir hinfahren. Ich glaube, ich brauche mal eine Schere. Ist dein Auto schon fertig? Nein, noch nicht, Opa. Ich will nur schnell meine Schere holen, um die Fenster reinzuschneiden. Aha. Ja, ich verstehe. Ich helfe dir. Große Stücke aus Pappe herauszuschneiden, ist was für Erwachsene. Ist gut. Vielen Dank, Opa. So, das hätten wir. Das ist ja super, Opa. Also, das sieht ja echt wie ein richtiger Rennwagen aus. Toll! Ah, hallo. Hallo. Guten Tag. Viel Vergnügen, mein Schatz. Hey, hallo, Xenia. Dein neues Auto sieht ja toll aus, Theo. Wollen wir mit meinen Puppen ein bisschen spazieren fahren? Natürlich. Fahren wir los. Du willst doch nicht etwa all deine Puppen mitnehmen. Eine reicht doch bestimmt, meinst du nicht? Ich bin mir sicher, dass da alle reinpassen, Theo. Es macht doch viel mehr Spaß, zusammenzufahren, als allein im Auto zu sitzen. Aha, ist gut, Xenia. Ja, du kannst all deine Puppen mitnehmen. Vielen Dank. Wiedersehen, Mama. Wiedersehen, Opa. Bis später. Gute Fahrt. Und viel Vergnügen. Hallo, Theo. Hallo, Xenia. Dürfen wir mitfahren? Oh ja, ja bitte. Dürfen wir, Theo? Ja, ist gut. Aber beeilt euch, ja? Und los geht's. Einsteigen. Hey, mach nicht meine Puppen kaputt. Hier, nimm du sie. Und vergesst bitte nicht, euch anzuschnallen. Angeschnallt. Dann kann's jetzt losgehen. Auf die Rennstrecke. Ach nein, wollen wir nicht lieber an den Strand fahren? Okay. Dann fahren wir jetzt an den Strand. Oh nein, ich möchte viel lieber mit meinen Puppen shoppen gehen. Zum Strand geht's hier lang, Theo.
Aber die Geschäfte sind doch auf der Seite. Na und? Wir werden aber hier lang fahren. Nein, nein, wir fahren da lang. Xenia! Nun hört doch schon auf, ja? Also wenn wir uns nicht einig werden können, wo wir hinfahren, dann fahre ich Elti einfach zum Strand und Xenia zu den Geschäften. Und ich werde dann mit Zack zur Rennstrecke fahren. Ich werde dich dann später abholen. Gut, bis dann. Bis dann, Elti. Und der nächste Stopp ist dann das Kaufhaus für Xenia und ihre Puppen. So, da wären wir. Dankeschön, Theo. Wiedersehen, Xenia. Bis dann. Und jetzt fahren wir weiter. Ach, hey, Theo, darf ich denn auf der Rennstrecke auch mal dein Auto fahren? Also, ehrlich gesagt, nein, das darfst du nicht. Das geht nicht. Du hast noch gar keinen Führerschein. Außerdem ist es ja mein Auto. Aber das ist nicht fair, Theo. Es macht überhaupt keinen Spaß, nur Beifahrer zu sein. Ich gehe lieber zum Strand und spiele mit Elsie. Hm? Wo wollen wir denn jetzt hinfahren, Pock? Ja, du hast recht. Es macht wirklich gar keinen Spaß, allein herumzufahren. Aber auf den Strand habe ich kein bisschen Lust. Und einkaufen will ich auch nicht. Wie soll man denn mit anderen einen Ausflug machen, wenn jeder ganz woanders hin will? Aber so alleine ist es auch langweilig. Ihr werdet schon einen Ort finden, der euch allen Spaß macht. Und ich glaube, ich habe da etwas, das euch weiterhelfen könnte. Ja, wirklich? Was hast du denn für uns? Einen wunderbaren Picknickkorb. Und da sind Butterbrote und Fruchtsaft drin. Ja! Also der Korb ist schon in der Küche. Ja! Oma hat ihn vorhin für euch gepackt. Ich finde Picknick toll. Und mit meinen Freunden wird es super toll. Oma, Oma, ich möchte gerne den Picknickkorb abholen. Das wird euch sicher fit machen für eure Spazierfahrt. Viel Vergnügen, Theo. Vielen Dank, Oma. Wo wollt ihr denn zum Picknicken hinfahren, mein Junge? Keine Ahnung. Theo, warum gehst du nicht zu deinen Freunden? Ich geh schon. Ich hab nur gerade eine Idee. Wir müssen gar nicht irgendwo hinfahren, um einen Platz zum Picknicken zu finden. Danke. Elsie, Zack, Xenia, hier, seht doch mal, was Oma für uns gemacht hat. Wow, das sieht ja toll aus. Köstlich. Und mir ist da was eingefallen. Wir könnten doch alle unser Picknick im Garten machen, oder? Ich weiß auch schon einen super Platz dafür. Ja! Welchen denn? Na da, wir setzen uns unter den großen Baum. Nein, ich möchte lieber auf die Wiese. Oder wir setzen uns an den Gartentisch. Hört mal, wir wollen uns doch nicht schon wieder streiten, oder? Seht mal. Pock wartet schon auf uns. Und Theo hat recht. Unter dem Baum ist wirklich der allerbeste Platz, um ein Picknick zu machen. Ja, genau. Also los. Also ich werde jetzt die Butterbrote verteilen. Das erste ist für Zack. Und das hier ist für Elsie. Das dritte ist für Theo. Und das vierte ist für mich. Und das letzte Butterbrot ist für meine Puppen. Und die müssen sich das natürlich mit Pock teilen. Das schmeckt aber echt gut. Ich bin froh, dass wir alle was zusammen machen. Allein ist es doch einfach viel zu langweilig. Ja, das finde ich auch. So, ihr beide müsst jetzt nach Hause. Aber warum denn? Es ist doch noch so früh. Wir wollten noch was spielen. Und meine Puppen haben noch gar nicht aufgegessen. Und unser Ausflug ist noch nicht zu Ende. Ich habe eine Idee. Los, alle ins Auto. Damit alle nach Hause kommen, muss ich sie doch erst hinfahren. Und zack, geht ans Steuer. Oh, toll. Danke, Theo. Dann eine gute Fahrt, Kinder. Wiedersehen, Mama. Wir sind schon unterwegs. Bis bald. Und ihr müsst euch alle anschnallen, nicht vergessen. Ja. Ja. Okay, also fertig, zack? Ja, fertig. Und jetzt geht's mit voller Fahrt nach Haus. Pass auf, Captain. Ich will meinen Schatz wieder haben, ihr bösen Piraten.
Jetzt gehört der Schatz aber uns. Aber nicht mehr lange. Ich krieg meinen Schatz, Captain Schwarzstreifen. Das wirst du schon sehen. Ja! Da hast du vollkommen recht. Zeig ihnen, dass du eine Piratin bist, die sich nichts gefallen lässt. Oh nein, oh nein! Oh Mann! Zacki, lauf zu unserer Piratenhöhle. Ich kümmere mich um Captain Totenkopf. Fang! Oh nein! Oh Mann, der Schatz! Ich habe versucht, ihn aufzufangen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Tut mir leid, tut mir sehr leid. Das will ich mir mal genauer ansehen. Naja, wisst ihr, die Scharniere sind etwas verbogen. Das kann ich schnell reparieren. Und ihr drei Piraten solltet inzwischen mal die Goldmünzen einsammeln, bevor ein anderer Pirat sie findet und sie einsammeln will. Ja, genau. Na dann los. Hey, ich habe eine gefunden. Ich auch. Und hier ist auch noch eine. Mal sehen, ob wir noch mehr Münzen finden. Ja! Mir ist so langweilig. Wann gehen wir denn endlich zu den Schaukeln? Das habt ihr mir vor einer Ewigkeit versprochen. Sobald wir Mamis Armband gefunden haben, mein Schatz, du musst dich noch etwas gedulden. Eigenartig, es muss doch hier irgendwo sein. Es kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Wir müssen es finden. Es hat ein Vermögen gekostet. Da ist es ja! Ach ja? Wirklich? Schade, das ist ja gar nicht dein Armband, Mami. Ja, jetzt habe ich eine Goldmünze für meinen Piratenschatz. Danke, Pock. Hier, bitte. Und nun ist sie wieder wie neu. Ja, echt? Das ging aber sehr schnell. Vielen, vielen Dank, Opa. Ich glaube, jetzt haben wir wieder alle Goldmünzen zusammen. Guten Tag. Hallo, Opa. Oh, hallo. Wollt ihr euch auch einen schönen Nachmittag im Park machen? So schön ist der Nachmittag nicht. Zelda hat ein sehr, sehr teures Armband verloren. Wir haben überall gesucht, aber wir können es nirgends finden. Da fällt mir gerade ein, dass ich es vielleicht im Auto verloren habe. Sehen wir mal nach. Na komm schon, Xenia. Ich möchte gern noch bei Opa bleiben, darf ich? Würde dich das stören? Nein, nein, ganz und gar nicht. Naja, ist gut, mein Schatz. Es dauert auch nicht lange. Das Auto steht direkt vorm Park. Vielleicht braucht ja Captain Schwarzstreifen noch einen weiteren Piraten in seiner Besatzung. Zeo? Na, möchtest du vielleicht mit uns Pirat spielen? Püh, was denn, Pirat? Oh nein, nein, vielen Dank. Piraten sind schmutzig und grob und hässlich. Das ist nur was für Jungs. Nein, ich möchte lieber Fee spielen. Feen sind so niedlich und so hübsch und so elegant. Strecken und beugen und strecken und schließen. Kann ich auch eine Fee spielen? Was meinst du? Hä? Jungs können doch keine Fee spielen. Das ist nur was für Mädchen. Das habe ich gar nicht gewusst. Hä, na und? Du bist doch immer noch Zacki. Und du musst ganz schnell die Schatzkiste in unserer geheimen Piratenhöhle verstecken, bevor Elsie sie noch findet. Nein, nein, das kannst du vergessen. Elsie wird jetzt mit mir Fee spielen. Also, ich bin die Feenkönigin und du kannst meine Feenhofdame sein. Und wenn uns irgendjemand ärgern sollte, dann werden wir ihn in einen Frosch verwandeln. Ach nein, ich weiß nicht. Ich bin gerade so schön Piraten. Aber wenn du niemanden findest, der mit dir spielt? Aber du kannst doch überhaupt kein Pirat sein. Sowas können nur Jungs spielen. Aber was soll denn immer dieser Quatsch mit Jungs und Mädchen spielen? Wir können doch auch alle zusammen spielen. Aber Jungs und Mädchen sind doch ganz anders. Bei
weil sie einfach nicht dieselben Sachen mögen. Aber du und ich, wir mögen doch Piraten, oder? Ja, natürlich mögen wir nicht dieselben Sachen. Ich finde Feen zum Beispiel doof. Nein, nein, Piraten sind doof. Nein, nein, Feen sind doof. Nein, Piraten. Nein, nein, Feen. Piraten. Feen. Piraten. Darf ich auch mal was sagen, Feenkönigin? Ich glaube nämlich, dass du dich da irrst. Denn was du da hast, ist überhaupt kein Feenzauberstab, sondern eine Wünschelrute. Darf ich mal? Was, eine Wünschelrute? Was ist denn das? Wofür braucht man denn sowas? Na, dann passt mal auf. Hm? Oh, sie bewegt sich. Da kommt mal her. Tada! Wenn man die Fähigkeit hat, mit einer Wünschelrute umzugehen, dann kann man damit Wasser finden. Und übrigens auch Metall. Und das nennt man Routengehen. Kann ich das mal versuchen? Ich zuerst! Und ich auch! Und dann bin ich dran. Ich bitte mal! Ich mal! Halt, halt! Ihr werft mich ja um. Wir haben ja leider nur zwei Wünschelruten. Und deshalb schlage ich vor, dass ihr zwei Mannschaften bildet. Kommst du in meine Mannschaft? Ja, gern. Gut, dann tust du dich mit Xenia zusammen. Was, mit einem Jungen? Aber Elsie wäre mir viel lieber. Es funktioniert. Mhm. Wir haben was gefunden. Oh, schön. Sehr gut gemacht. Na komm schon, worauf wartest du noch? Mal sehen, ob wir noch was finden. Oh. Hey. Da! Also, ich kann euch nur gratulieren. Beide Mannschaften haben das gut gemacht. Und wie gefällt euch Routengehen? Das ist toll, ganz toll. Aufregend. Das ist genial. Das gefällt mir gut. Aha. Und was würdet ihr sagen? Ist Routengehen was für Jungs oder für Mädchen? Tja, ja, also vielleicht, Naja, also, ich würde sagen, das ist was für Jungs, aber auch für Mädchen. Seht ihr? Und das heißt, dass Jungs und Mädchen eben doch manchmal dieselben Sachen mögen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Ja, aber nur manchmal. Können wir noch mal mit der Wünschelrute losgehen, Opa? Bitte. Ja, ist gut. Aber ihr müsst alle in der Nähe bleiben. Tante Zelda und Onkel Xavier sind bald wieder zurück. Okay. Ich such da drüben. Hm? Oh, nicht gefunden? Nein, also im Auto ist es leider auch nicht. Tja, es scheint wohl endgültig weg zu sein. Da ist irgendwas. Da drüben. Ich hab's. Nein, ich hab es. Nein, ich hab's gefunden. Was habt ihr gefunden? Na, einen Piratenring. Ach Quatsch, eine Feenkrone. Nein, nein, so geht das nicht weiter. Wir wollen doch mal sehen. Wartet. Zeig doch mal her. Ist das etwa? Oh ja, das ist es. Nun sieh doch mal, das ist wirklich mein Armband. Puh, ich bin wirklich erleichtert. Danke, ich bin euch wirklich sehr dankbar, Kinder. Jetzt habt ihr euch aber alle eine Belohnung verdient. Was wollt ihr denn haben? Eine Schatzkarte wäre toll. Nein, ein Feenkleid. Hm? Ich wünsche mir, dass Jungs und Mädchen immer zusammenspielen. Das wäre doch schön, oder? Und zwar jeden Tag. Und wofür? Na, fürs Bergsteigen. Ich habe nämlich beschlossen, Bergsteiger zu werden, wenn ich mal groß bin. Du wolltest doch Astronaut werden. Ja, na und? Das war gestern. Und vorgestern hast du gesagt, dass du LKW-Fahrer werden willst. Naja, wie gesagt, das war gestern. Heute muss ich als angehender Bergsteiger gegen Sturm und eiskalten Wind ankämpfen. Aber es ist doch gar nicht kalt. Wir haben tolles Wetter. Ja, aber... Und außerdem gibt's hier überhaupt keine Berge. Eines Tages vielleicht schon. Bis bald.
Wiedersehen, Elzi. Wir sehen uns morgen. Hallo, Theo. Wie war's in der Schule? Ich glaub, ganz gut. Was hast du denn, mein Kleiner? Ich frag mich, wie ich jemals Bergsteiger werden soll, wenn es überhaupt keine Berge gibt, auf denen ich üben kann, Oma. Aber hast du nicht gesagt, dass du Astronaut werden willst? Ach, das war gestern. Jetzt will ich Bergsteiger werden. Weißt du was? Als ich noch ein kleines bisschen jünger war, da bin ich auch furchtbar gern geklettert und ich... Ja, auf ein, zwei Hügel, die auch nicht besonders hoch waren. Nein, auch auf einem Berg. Ach ja, wirklich? Wo denn? Oh, na ja, ich war hier und dort, weißt du? Dein Großvater hat schon so manchen Gipfel erklommen. Und einmal, da habe ich einen ganz abscheulichen Yeti getroffen. Wow! Das ist ja toll. Aber was ist denn ein ganz abscheußlicher Yeti? Na ja, die Yetis sieht man nur selten. Sie leben in den Bergen des Himalaya. Da, wo der Mount Everest ist? Ja, genau. Und sie sind riesig und am ganzen Körper mit dickem weißem Fell bedeckt. Sie sehen ein bisschen aus wie große Menschen. Hey, das ist ja Wahnsinn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so einen jemals zu sehen bekomme. Also, ich glaube schon, dass das möglich ist. Wir müssen einfach nur die Augen offen halten. Heißt das, dass wir beide klettern gehen? Ja, wir beide klettern im Haus ganz nach oben. Holen wir uns die Ausrüstung. Also, wir brauchen eine richtige Bergsteigerausrüstung. Ach, wo ist denn... Oh, du meine Güte. Aha, sieh mal eine Fahne. Die werden wir beide hissen, wenn wir auf dem Berggipfel sind. Dann weiß jeder, dass wir als Erste dort waren. Ja, ja, die brauchen wir. Und hier ist ein Seil. Bergsteiger müssen sich mit Seilen absichern, um nicht hinabzustürzen. Ja, es ist gefährlich, auf einen Berg zu steigen. Ja, ich weiß, weil wir auf einen dieser abscheußlichen Yetis treffen könnten. Entschuldige, Puck. So, haben wir denn auch alles? Seile? Ja. Zelt und die Schlafsäcke? Ja, wir sind doch schon alles durchgegangen. Haben wir denn auch die Eispickel? Ja, na klar. Ach ja, wir dürfen aber nicht vergessen... Oh. Du darfst nicht so hektisch sein. Helme, die brauchen wir unbedingt, um uns vor herunterfallenden Felsbrocken zu schützen. Puck braucht aber auch einen Helm. Perfekt. Gut, dann wären wir soweit. Vorwärts und aufwärts. Ja, vorwärts und aufwärts. Es geht los. Hier ist das erste Basislager. Okay, wollen wir dann hier unser Lager aufschlagen? Nein, nein, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen noch ein bisschen höher hinauf. Genau, ein ganz abscheußlicher Yeti könnte hinter der nächsten Ecke auf uns lauern. Keine Sorge, Puck. Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben. Also ich glaube, jetzt wird es ganz schön knifflig. Tja, es sei denn, genau, wir hangeln uns einfach hier hoch. Und dann werden wir unsere Fahne hissen, wie geplant. Vorwärts und aufwärts. Na los! Thank you.
du das auch? Das klingt wie einer dieser abscheußlichen Yetis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Yetis in der Lage sind zu pfeifen. Gut, das beruhigt mich. Hm? Oh, entschuldige. Ist das so richtig? Ja, so ist es richtig. Ja, ja, genau. Und weiter geht's. Nanu, was macht ihr beide da? Psst, ich höre einen abscheußlichen Yeti. Ja, hört sich an wie ein Yeti. Oh. Hallo, mein Liebling. Wir sind es doch nur. Ja, das sehe ich. Und was macht ihr beide da? Was ganz Tolles. Wir steigen auf einen Berg. Und wir wollen es bis ganz nach oben schaffen. Aber jetzt machen wir zwei erstmal eine kleine Pause. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Ach so, ihr steigt auf einen Berg. Davon kriegt man doch bestimmt großen Hunger. Na, ein Stück Kuchen, damit ihr durchhaltet. Die Idee ist einfach super. Vielen, vielen Dank für den Kuchen, liebe Yeti-Oma. Wir beide müssen jetzt noch weiter, denn wir wollen noch unsere Pfanne auf den Gipfel hissen. Fertig? Oh nein, unser Zelt! Ohne unser Zelt können wir nicht weitergehen. Hm? Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir müssen noch weiter. Der Berg ruft. Du hast recht. Vorwärts und aufwärts. Ich bin direkt hinter dir. Puh. Immer schön weiter. Du musst durchhalten. Jetzt ist es nur noch ein Schritt. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Tada! Ein dreifaches Hoch auf uns Bergsteiger. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Bist du das, Theo? Hm? Was ist denn hier passiert? Das sieht hier nach Einbrechern aus. Ich rufe die Polizei an. Nein, das ist völlig unnötig. Ich habe eher das Gefühl, dass das hier was mit Theo zu tun hat. Aha. Na, das ist ja bewundernswert. Ihr besteigt also einen Berg? Ja, Uroma. Und wir haben es bis ganz nach oben geschafft. Obwohl wir eine abscheuliche Yeti-Oma getroffen haben. Nicht zu fassen. Ich finde, dass ihr beide unglaublich tapfer seid und darum habt ihr euch einen dicken Schmatzer verdient. Hm? Theo? Mama? Theo, was machst du denn nun schon wieder? Naja, du weißt doch, dass ich mal Astronaut werden wollte. Aber ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte von jetzt an Bergsteiger werden. Und Opa hat mir vorhin... Opa? Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Nur ein kleines Bergsteigerproblem. Du bist ein Scherzkeks. So, du willst also Bergsteiger werden, wenn du groß bist, ja? Naja, ich bin mir nicht mehr so sicher. Man muss ja so furchtbar viel aufräumen, wenn man dann wieder vom Berg runtergekommen ist. Ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe eine viel bessere Idee. Ich werde Tiefseetaucher. Das möchte ich nicht. Das sollte doch nur ein Scherz sein. Du bist schon ein Witzbold. Sie haben mich auf frischer Tat ertappt, Mr. Wellington. Ja, du musst schon ein bisschen früher aufstehen, um mich zu überlisten. Mich, Boots Wellington, Detektiv. Hm? Boots Wellington, Detektiv. Ja! Boots Wellington, der ist toll. Klare Sache, wenn ich groß bin, will ich auch Detektiv werden. Also, Puck, ich werde dich verhaften. Und zwar wegen des Besitzes von Federn. Ha, da kannst du noch so viel flattern, aber vor Theo Zebra wirst du... Oh,
wehgetan? Nein, Mama. Es geht mir gut. So ein läppischer Tisch kann mich doch nicht besiegen. Ich bin immerhin Zeo Zebra, Detektiv. Oh, du bist heute also Detektiv, Zeo. Ja, Ma'am, genau. Stets zu Ihren Diensten. Na dann viel Glück beim Lösen Ihrer kniffligen Fälle. Hm, richtig. Ich brauche jetzt ganz dringend einen Fall, den ich lösen kann. Das hört sich interessant an. Hey, hallo, Uroma. Oh, hallo, mein Junge. Uroma, was ist los? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, doch, alles bestens. Sag mal, hast du was verloren? Ja, leider, Cheo. Ich hab mein Gebiss verloren. Oh, klasse! Oh! Nein, ich meine, das tut mir sehr leid für dich. Aber ich kann dir helfen. Weißt du, ich will später mal Detektiv werden. Und das ist genau die richtige Aufgabe für Zeo Zebra, Detektiv, okay? Also, Uroma, fangen wir mal ganz von vorne an. Wo hast du dein Gebiss das letzte Mal gesehen? Uroma, ist dir jemand aufgefallen, der sich seltsam benommen hat? Nein. Wann hast du dein Gebiss zum letzten Mal gesehen? Ja, also das war gestern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich es dabei hatte, als ich zum Abendessen zu deinen Großeltern ging. Das weiß ich genau. Aha, au! Der Nebel lichtet sich. Nur keine Sorge, Uroma. Ich werde diesen Fall lösen. Sonst will ich mich nicht länger Zeo Zebra, Detektiv, nennen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Mäuse? Oh, keine Mäuse. Hallo, Zeo. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Du sag mal, was machst du denn da unten? Ich bin Detektiv, Opa, und ich suche nach Hinweisen. Aha, na, wenn das so ist, dann brauchst du ein Vergrößerungsglas. Jeder gute Detektiv braucht sowas. Komm mal mit. Moment, ich weiß genau, dass ich es hier irgendwo hingelegt habe. Aber hier liegt es nicht. Wer ist das? Das bin ich mit deiner Oma an unserem Hochzeitstag. Das hast du gut gemacht. Ich habe das Bild schon sehr lange gesucht. Ich wollte einen Rahmen dafür bauen und es dann deiner Oma schenken. Und das mache ich auch noch, sobald ich das Vergrößerungsglas für dich gefunden habe. Naja, also... Ah, da ist es ja. Hoppla. Entschuldige bitte, Pock. So, das kannst du haben. Vielen Dank, Opa. Entschuldige bitte. Also, das verstehe ich nicht. Wo ist sie denn nur? Was ist denn, Liebling? Ich habe heute im Büro einen Termin mit meiner Chefin. Und ich wollte die Krawatte tragen, die sie mir zu Weihnachten geschenkt hat. Aber ich finde sie Meinst nicht. Meinst du die hier? Ah, ja. Das hast du gut gemacht, Zeo. Woher hast du denn gewusst, dass ich sie gesucht habe? Na, ich bin noch Detektiv. Und außerdem habe ich gehört, was du gesagt hast. Ich finde es übrigens schade, dass du sie wiedergefunden hast. Sie ist grauenvoll. Oh. Und wonach bist du jetzt auf der Suche, Zeo? Ich suche das Gebiss von Uroma. Ach, wirklich? Sie hat es verloren. Und das ist mein erster großer Fall. Und Zeo Zebra, der clevere Detektiv, wird diesen Fall lösen. Eine Frage, Ma'am. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wo sich Uroma gestern überall aufgehalten hat? Ja, also gestern bin ich mit Uroma in Mr. Zoes Laden gegangen, um einzukaufen. Danke, Mama.
Ja, aber ich glaube nicht, dass sie dort ihre Zähne verloren hat, Theo. So, meine Kleine, wäre das dann alles? Ja, danke, Mr. Zoe. Hallo, Mr. Zoe. Guten Tag, Theo. Ich suche ganz dringend ein Gebiss. Was? Hä? Ein Gebiss suchst du, ja? Dann warte einen Moment, ich werde mal sehen. Ein Gebiss, ein Gebiss. Na, wie wäre es denn damit? Diese Beißerchen sind doch wirklich nicht zu verachten, findest du nicht auch? Ja, die sind absolut toll, aber ich suche eigentlich das Gebiss von meiner Uroma. Oh nein! Entschuldigung, ich wollte dich wirklich nicht erschrecken, Elsie. Tut mir sehr leid. Sie haben mich gar nicht erschreckt. Ich suche meine Geldbörse. Sie ist weg. Nur keine Sorge, Elsie. Theo Zebra, der große Detektiv, wird sie schon wiederfinden. Mhm. Wo hast du sie zuletzt gesehen? Na, auf dem Weg hierher. Aha, vielleicht ist sie dir unterwegs aus dem Korb gefallen. Hä? Los, komm, Pock. Wir haben jetzt keine Zeit, um uns auszuruhen. Wir müssen einen Fall lösen. Sekunde! Ist das deine Geldbörse, Elsie? Das hast du echt gut gemacht. Du hast sie gefunden. Natürlich, dafür sind wir Detektive ja da. Aber mein braver Assistent hat mir schon ein kleines bisschen geholfen. Wir haben nur unsere Arbeit getan, Ma'am. Und jetzt muss ich das Gebiss finden. Hallo, Theo. Der Rahmen ist fertig. Wie findest du ihn? Super, ganz toll, Opa. Hattest du Glück bei deiner Detektivarbeit? Ich habe Papas Krawatte und Elsies Geldbörse gefunden, aber Uromas Gebiss leider nicht. Ach, das wirst du sicher auch finden. Theo, ich habe eine Idee. Du kommst mit mir mit und dann geben wir deiner Oma das Bild. Na, was führt ihr zwei Schlingel denn nun schon wieder im Schilde? Überhaupt nichts. Wir führen gar nichts im Schilde. Achtung, ich hab was für dich. Hm? Ah, oh nein, das ist ja nicht zu fassen. Unser Hochzeitsfoto. Und du hast auch noch einen Rahmen dazu gemacht. Und mein Strickzeug. Wo ist denn mein Strickzeug? Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wir beide kamen rein. Na, was führt ihr zwei Schlingel denn nun schon wieder im Schilde? Und dann... Oh nein, das ist ja nicht zu fassen. Da ist es! Oh, das hast du sehr gut gemacht, Theo. Das war perfekte Detektivarbeit. Ja, aber die Zähne von Uroma habe ich noch immer nicht gefunden. Ich muss diese Nuss knacken. Hallo, Theo. Hast du mein Gebiss gefunden? Nein, leider nicht. Ich habe ein Foto von Opa gefunden, die Krawatte von meinem Papa und Elsies Geldbörse. Sogar das Strickzeug von Oma habe ich gefunden. Nur dein Gebiss macht mir nach wie vor Schwierigkeiten. Ja, du hast es wenigstens versucht. Und das ist die Hauptsache. Jetzt essen wir ein paar Erdbeeren und vergessen dieses alberne Gebiss. Nanu? Ich hab dein Gebiss gefunden! Das hat die ganze Zeit hier auf dem Stuhl gelegen. Oh, danke. Das hast du sehr gut gemacht, Theo. Tja, Ma'am. Ich bin eben Theo Zebra, der clevere Detektiv.